was the dear lover of the Russian queen. There was a gift that really was gone. Rasputin. Ja, ja. Du bist ja jetzt YouTube Konsultant, ja, Berater, ja, YouTube, der erste freiberufliche Profi-YouTube-Konsultant in Deutschland, ja. Was du denkst eigentlich über iBloody? iBloody? iBloody. Ja, also das fand ich eigentlich super, ja. Ich meine, kam halt zu mir, hat gesagt, hier ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich mich nennen soll, ja. Horst. Dödel oder irgend sowas, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, Dödel kann man sich nicht nennen, das nimmt keiner ernst. Und aber das sieht so aus. Das sagst jetzt du. Ja, also meine Klienten beleidigst du nicht. Er sieht nicht aus wie ein Dödel. Ja, aber zumindest habe ich dann gesagt, ja, du brauchst halt einen schmissigen Namen, ja, jemand, der halt auch den Zeitgeist trifft, ja. Und habe ich gedacht, ja, momentan so diese ganze Vampir-Scheiße, ja, und Vampire und so. Und dann dachte ich mir, ja, machen wir was mit Blut. Ja, Blutwurst oder so. Ja, dann hat er gesagt, ja, nee, Blutwurst, das klingt so ein bisschen spießig, ja. Und ja, dann haben wir halt so ein bisschen rumexperimentiert und irgendwann kam er halt auf iBloody, ja. iPod, ja, ist ja auch immer total modern. Aber ja, das heißt doch iBloody. Ja, iBloody heißt er. Ivan, das musst du halt auch mal, warum lachst du jetzt überhaupt? Aber iBloody. iBloody. Mein Gott doch mal! iBloody, B-L-A-L-I. Ja, da heißt I. Weil iBloody schon irgend so ein kleines, pickliges Scheißgirl aus Massachusetts halt als Namen hat, ja? Also mussten wir halt das ein bisschen anders schreiben, ja? Aber er heißt iBloody. Ja? Ja, mein Gott! Du weißt doch, wie das ist, ja? Man kann ja bei YouTube, wenn irgend so ein Arsch herkommt und halt irgendwelche sich einen Profilnamen gibt, ist er halt weg, ja? Und wir haben ja echt Stunden zusammengesessen, ja, den Kopf rauchen lassen, hatten ja endlich einen Namen und dann war der Scheißname schon weg, ja, also da mussten wir halt ein bisschen improvisieren und den halt ein bisschen anders schreiben, ja, aber er heißt iBloody, er stellt sich ja auch so vor, verdammt nochmal, ja, und wenn er irgendwelche Autogrammkarten verschickt, da steht auch iBloody drauf, ich blutig, hahaha, Wortspiel. Ich finde, iBloody sieht aus wie Justin Bieber, Ja, das passt doch auch hier zu diesen ganzen Vampir-Mädchen-Dingen, ja? Die ganzen Vampire sehen ja auch nicht mal aus wie Monster, sondern wie irgendwelche totgefahrenen Casting-Arschlöcher halt, ja? Und ja, so sieht er halt auch aus, ja? Und da muss man halt ihm einen Namen geben und ein passendes Charakter, der halt auch zu dem Gesicht passt, ja? Ich finde, dein Gesicht passt voll zu deinem Namen, Rasputin. Ja, danke schön. Du bist voll die Arschgesicht. Was? Lover of the Russian queen, there was a gift that really was gone.